Yo, Tocke hier live und direkt bei Künstler wie keine in Lüneburg. Zieht's euch rein. And I miss it, I am charting with the vision, charting step by step, charting with a mission. And in this mission, I have to invest. I am charting with the vision, charting step by step, charting with a mission. And in this mission, I have to invest. I am awake and I'm alive, 2 feet on the ground, carrying this burden 10 pounds. I have a vision in my eyes, see me day up on stage, bringing the rhythm and sound. Cause it's your music, make me I time in the AM and my face, I make the round. Me say me ready for the game, it's all about the message, not the fame, no. I am charting with the vision, charting step by step. Künstler wie keine, charting with a mission. And in this mission I have to invest. Willkommen bei Künstler wie keine. Torkay ist heute zu Gast bei uns. Wie du uns gerade schon gezeigt hast, machst du Reggae-Musik? Unter anderem, ja. Ja, was machst du denn noch so? Also, Reggae ist schon irgendwie die Basis von meiner Musik, also da ziehe ich schon jetzt im Moment am meisten Inspiration draus. Aber ich bleibe nicht nur gerne bei einem Genre und limitiere mich sozusagen darauf, sondern bringe auch Sachen rein wie Soul, hip-hopige Einflüsse, Akustik. Ich trete viel mit Akustikgitarre auf und die erste EP, die ich gemacht habe, spielt die Akustikgitarre auch eine sehr zentrale Rolle. Genau, aber Reggae ist auf jeden Fall, ich sag mal, das Fundament, so die Base von der Mucke und ja, Mann. Was hat dich inspiriert, Reggae zu machen? Oh, also das werde ich immer wieder gefragt. Jedes Mal bin ich so, oh, wie kam das eigentlich so? Ich check das auch nicht, wie schnell das eigentlich so eine große Rolle in meinem Leben gespielt hat irgendwann. So, ich war 2011 auf dem Reggae Jam zum ersten Mal. So, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Ich weiß nicht, ob ihr das Festival kennt. Mhm. So, das ist richtig schönes Festival und da hat mich ein Freund mit hingezogen und da war ich noch gar nicht so auf Reggae aus eigentlich, aber nach dem Festival war ich irgendwie begeistert so und ja, ich weiß auch nicht, so die Mucke an sich, die Message dahinter und ich glaube, das Reggae Jam hat auch einfach ein ganz spezielles Flair, was irgendwie sehr dazu einlädt, dann alles, was damit dann assoziiert wird, irgendwie zu lieben im Nachhinein. Weißt du, da ist so ein Flüsschen und da ist so ein Wald und die Leute sind gut drauf irgendwie und das hat mich dann irgendwie gepackt und ich habe gedacht, irgendwie für sowas will ich stehen. Und abgesehen von dem musikalischen Teil, den ich auch unheimlich interessant finde, so, ist einfach die Message dahinter, ja. Man kann viel vermitteln, ja. Ja, es ist einfach Musik nicht um Musik willen, sondern Musik, um eine Message zu sagen. So. Und Messages, die meistens positiv sind und irgendwie spiritueller Natur sind. Oder klar, es gibt natürlich auch, ich meine, Reggae ist jetzt nicht nur Sunshine-Reggae, so am Strand sitzen unter einer Palme und irgendwie alles Sunshine-mäßig, sondern Reggae ist auch spezifisch kritisch, so gegen gewisse Strukturen, gegen gewisse Verhaltensweisen von Leuten und so. Und deshalb mag ich das auch irgendwie, es mahnt so ein bisschen und ist im Endeffekt auch kann eine Reflexion sein. So. Das ist natürlich alles, was ich gerade gesagt habe, ist so meine Auffassung von Reggae. So. Für andere Leute hat es eine andere Bedeutung wiederum, ne? Aber ja, mich hat das einfach echt inspiriert so und ich ziehe das gerne in meine Musik mit rein. Und wie lange hast du davor schon Musik gemacht? Wie lange habe ich Musik gemacht? Ich habe mit 9 eine Gitarre geschenkt gekriegt, kurz bevor ich habe in Indonesien gewohnt vorher, ich bin halb Indonese, und bin dann nach Deutschland gezogen, als ich 9 war, und kurz davor habe ich eine Gitarre geschenkt gekriegt von meiner Mama. Und eigentlich habe ich da nie wieder aufgehört, dann, also mal mehr, mal weniger, so, also ich habe eigentlich immer so Musikprojekte gehabt, so seitdem ich dann, also bin ich nach Deutschland gezogen, und relativ schnell hat sich schon die erste Band entwickelt, so, als ich so 13 war.
so eine Ska-Punk-Band, so, da habe ich E-Gitarre gespielt und immer verzerrt und immer. Und das war ganz lustig, alle Bandkollegen waren so 13, 14 erst, außer wir hatten zwei, die waren halt die Älteren, die waren 16 so. Und da habe ich schon viele Erfahrungen sammeln können, so auch auf der Bühne und so ein Kram. Und seitdem immer wieder andere Projekte. Ich hatte mal ein Hip-Hop-Projekt, so, da habe ich mal Beats produziert. Für einen Kumpel von mir, der heißt Rap Jack, einen, glaube ich, talentierten Künstler, so, den solltet ihr unbedingt auschecken, vielleicht auch mal Alles hier. klar, blenden wir ein. Rap Jack, ne? Bruder. Genau, da habe ich mal Beats produziert und dann mit einem anderen Kollegen, Caligo Beats, auch unheimlich talentierter Produzent und guter Freund. Ja, und dann habe ich lange in einer anderen Band noch gespielt, Step in Stone heißt sie. Das läuft immer noch. Wir sind vier oder fünf sehr, sehr gute Kumpels. Da habe ich quasi nach dem Ska-Punk-Projekt bin ich da reingekommen. Das war so eine Folk, Singer-Songwriter, Soul, Funk, irgendwann ein bisschen Reggae mit rein, nachdem ich da irgendwie Blut geleckt habe und ein paar andere Kollegen. Ja, aber wie du siehst, Amy, ich war immer in einem musikalischen Projekt irgendwie eingebunden. Was hast du denn bislang schon veröffentlicht? Noch mehr als diese eine EP? Ich habe ein paar Singles veröffentlicht seitdem. Hier, das ist so der Sticker dazu. Okay, cool. Ich weiß nicht, ob ihr da mal schön ranzoomen wollt. Das ist die Trodden with a Vision EP. Ich habe jetzt leider keine CD dabei, weil bei anderen Interviews darf ich immer die CDs vorzeigen. Deshalb. Ach, das kann man bei uns alles machen. Ja. Genau, die habe ich letztes Jahr im Juli veröffentlicht. Das ist meine erste EP gewesen, so als Solokünstler. Sechs Tracks. Genau, so fast alles selbst produziert. So, ich habe noch Hilfe bekommen von, also die Instrumente habe ich, die meisten Instrumente habe ich selber eingespielt. Habe aber noch Hilfe bekommen von einem sehr guten Kumpel von mir, der Gucki, der hat Percussions drauf gespielt. Und Franka hat Saxophon auf einem Song gespielt. Also habe dann auch noch andere Instrumentalisten dazu geholt. Aber überwiegend ist es selbst komponiert, arrangiert, produziert, aufgenommen, gemischt. Genau, Jordan with a Vision heißt die EP. Genau. Und meine erste Single aus der EP ist auch der Titeltrack quasi, Jordan with a Vision. Da habe ich auch ein Video zu gemacht und so. Cool. Genau. Und seitdem Veröffentlichung, ich habe jetzt einen Remix rausgebracht von einem Song, produziert von Caligo Beats, den ich gerade schon erwähnt habe, ein guter Kumpel. Solltet ihr auch auf dem Radar haben, wo immer die Checken Kamera wir an auch. ist. Hip-Hop-Beats vom Allerfeinsten, so, kommt aus Heidelberg, aus Karlsruhe. Ja, mit dem kommen auch immer wieder neue Projekte, weil ich Hip-Hop einfach auch total gern mag und auch die Hip-Hop-Seite vom Reggae gern mag, weil Reggae ist auch sehr von Hip-Hop inspiriert. So dieses schnelle Reimen und der Flow dahinter und so, das ist einfach eine Sache, die viel auch in Reggae getragen wird. So, und ich mag es, wenn es sich überschneidet. Und gerade die Beats von Caligo sind einfach so geschmackvoll, da gehe ich auch gerne rauf. So, ich weiß nicht, ob ich auf andere Hip-Hop-Beats raufgehen würde als auf die von Caligo. Also, ne? Big up yourself. Welche Kamera auch immer. Und was ist deine Hauptmessage, die du vermitteln willst in deinen Songs? Hast du da eine bestimmte Richtung, gesellschaftskritisch oder was auch immer? Es ist immer unterschiedlich. Ne? Ich habe immer verschiedene Sachen irgendwie im Kopf und ja, im Kopf, die ich gerne sagen will. Die ist auch sehr stimmungsabhängig, sehr situationsabhängig. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich also zumindest nicht im jetzigen Zeitpunkt, dass ich ein größeres Ziel mit der Musik verfolge im Sinne von Message. Es ist einfach viel auch, wie gesagt, oder wie heißt das eigentlich? Ich habe mal ein richtig gutes Wort. Es ist ein Zeitdokument, jeder Song. So, jedes Album ist natürlich, ich glaube, Gentleman hat das mal gesagt. Jedes Album ist irgendwie ein Zeitdokument oder jeder Song ist ein Zeitdokument. Und auch ein Ergebnis von den Gefühlen, was man in einer bestimmten Situation hat. Und das vermittel ich halt jetzt gerne viel. Also ich war jetzt gerade 3 Monate auf Jamaika. Und habe da so viele Eindrücke sind auf mich raufgeprasselt und so. Und das ist einfach, das Material, was jetzt kommt, ist einfach alles so, was ich da erlebt habe. So. Und das sind unterschiedliche Sachen. Das sind so Sachen wie
wie geil der Moment jetzt gerade ist und wie dankbar man sein kann fürs Leben, so, aber auch so sozialkritische Sachen wie ein Song, an dem ich jetzt gerade feile, der heißt so Slavery Never Really Ended, weil man immer wieder auch heutzutage feststellt, dass gewisse Strukturen aus der Vergangenheit wie Sklaverei, wie Kolonialismus immer noch irgendwie präsent sind, irgendwie im jetzigen. Und das war halt da ganz deutlich, weil du viel so Sextourismus hast, also halt, aber umgekehrt, dass da die Damen hinkommen und halt mit Rastas irgendwie da, die Rastas quasi sich prostituieren. So, sowas gibt es da auch. Es ist nicht super weit verbreitet, aber sowas wird einem da auch deutlich. Und da wird einem halt auch klar, weil die Leute sind echt ökonomisch gesehen oder finanziell gesehen abhängig dann von denen. Und die behandeln die dann wiederum so ein bisschen wie Ware. So. Und das ist dann, da wird einem irgendwie echt klar, dass es, ja, dass die Strukturen immer noch da sind. So. Aber viel erzählt, so, das ist einfach, es gibt nicht eine Message, weil dazu ist die Welt irgendwie zu bunt und divers, als dass man das auf eine Message nageln könnte. Aber es sind einfach so meine Eindrücke zu jedem Thema, weißt du, was ich meine? Und im Endeffekt, klar, es ist schon meistens gesellschaftskritisch oder sozialkritisch, weil viele Dinge nicht gut laufen. Und ich sehe mich da auch irgendwie als Künstler in der Pflicht, irgendwie der irgendwie ein Mikrofon in der Hand halten darf und vor Leuten singen darf, irgendwie auf Sachen aufmerksam zu machen, also die meiner Meinung nach nicht gut sind. So. Genau. Ja. Was hast du dieses Jahr noch so vor? Bis auf dass wir bestimmt noch Musik von dir zu hören bekommen, die Ja. deine Reise mit sich zieht. Also jetzt im Sommer und im Herbst wollen wir auf jeden Fall viel live spielen. So, wir versuchen da gerade eine Tour zusammen zu basteln. Die Daten sind noch nicht ganz klar. Wir haben so ein paar verstreut so ein paar Daten. Aber es ist noch nichts zusammenhängend. Es ist dann wahrscheinlich im Sommer und im Herbst. So. Abgesehen davon arbeite ich gerade an der nächsten EP. Eigentlich ist es nicht total spruchreif, aber ich habe angefangen mit einem Produzenten aus Italien zusammenzuarbeiten. Den habe ich in Kingston kennengelernt. Von Baseplate Records, so ein kleines Label in Italien, produzieren unheimlich gute Sachen und genau, da arbeiten wir gerade ein bisschen zusammen an was, an einer kleinen EP und genau, da widme ich mich mehr dem, ich sag mal, dem traditionellen Reggae wieder. Bei der letzten EP war das sehr viel von meinem eigenen, also die Instrumentals habe ich eigentlich selber produziert und jetzt vertraue ich sozusagen, lege ich das in andere Hände von einem Produzenten und das sind mehr, ich sag mal, klassischere Reggae-Beats, die aber auch sehr geschmackvoll sind und irgendwie einzigartig, sonst hätte ich auch nicht angefangen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Genau, Klingt ja interessant. ja. Du kommst ja auch viel rum. Wie kommt das? Ja, also diese Jamaika-Reise war jetzt einfach irgendwie, das habe ich mir schon ein bisschen länger in den Kopf gesetzt, weil ich halt Reggae mache und irgendwie ich das schon fast schon als Verpflichtung empfinde, wenn man Reggae macht, dass man sich einmal wirklich anguckt, wo das herkommt und mit den Leuten sich austauscht, die damit aufgewachsen sind. Weißt du, wir hier werden, oder ich zum Beispiel werde inspiriert durch irgendwie ein Festival, was hier getragen wird. Das ist dann irgendwie so was sehr Kurzfristiges. Aber da, die Leute, die wachsen damit auf, so, weißt du, die wachsen mit der Message auf, die wachsen mit dem Rhythmus auf, so, weißt du, hier. Die können da zum Beispiel irgendwie, es gibt so eine ganz spezielle Trommel da, die von den Rastas viel gespielt wird, die Kete Drum. Und hier, wenn man hier Leute da spielen sieht, die üben das, müssen es so lange üben, weißt du, was ich meine? Damit die es einigermaßen authentisch spielen können. Aber da, wenn du dann 7-Jährigen hast, der das seit Anfang an macht, Der fühlt der das. fühlt das einfach, spielt das einfach runter. Ich will jetzt nichts gegen Reggae-Musiker hier sagen, so. Also ich bin ja selber ein Reggae-Musiker hier, so. Aber ich fand es einfach total interessant und wichtig, irgendwie auch die Roots mal auszuchecken, weißt du, was ich meine? Und abgesehen davon auch einfach Erfahrung zu machen vor einem anderen Publikum, also vor einem jamaikanischen Publikum zu spielen und da Aufnahmen zu machen, mit Künstlern zu arbeiten, Produzenten zu arbeiten, wie arbeiten die da, weißt du, was ich meine? Und natürlich auch die Sprache noch ein bisschen mehr zu verfestigen, weil ich singe auch in der Sprache, im jamaikanischen Patois, so. Und ja, damit das ein bisschen mehr fließt. Und habe zum Glück, also habe mich echt gefreut, habe ein schönes Feedback immer bekommen, so da. Und das freut einen dann natürlich.
lohnt sich die Arbeit natürlich, auch irgendwie. klar. Ja, genau. Möchtest Ja. du dem Publikum noch was mit auf den Weg geben? Also zieht euch auf jeden Fall gerne die Musik rein. Tokay ist der Name. Wenn ihr bei Facebook Tokay Official ohne Apostroph über dem O in die Suchleiste eingibt, dann findet ihr die Seite auf jeden Fall und könnt einfach ein bisschen up to date bleiben. Und generell, unabhängig von mir, einfach finde ich das wichtig, dass man unabhängige Musik irgendwie unterstützt. Weil wir werden nicht unterstützt von irgendwelchen großen Labels oder von irgendwas. Wir machen alles selber, haben alles selber in der Hand, haben mit Freunden, da steckt überhaupt null Geld drin. Also vielleicht mal irgendwann langfristig gesehen null ein bisschen Geld drin, aber jetzt im Moment ist einfach nichts drin. Und dann finde ich das einfach schön, wenn man die Musik mag, dass man die auch irgendwie so unterstützt, wie man kann. Und generell vom illegalen Downloaden wegkommen. Das ist nicht gut. Wo findet man denn deine Musik sonst so noch? Bei SoundCloud und Bandcamp gibt es da, ich kann euch das ja sagen, und Ja, dann wir blendet. verlinken das alles oder beziehungsweise blenden wir das alles unten ein, genau. Genau, das gibt es im Internet auch. Das kann man, also die EP kann man, bei Bandcamp gibt es ein ganz schönes System, dass man es entweder kostenlos runterladen kann oder auch, also man hat die Option, das kostenlos runterzuziehen, aber man kann aber auch was geben dafür. So. So eine kleine Spende. Eine Spende, wie auch immer, je nachdem, wie viel einem das wert ist. Man kann sich die Songs auch erstmal anhören und dann entscheiden, ob man es runterziehen möchte. Genau, da findet man das alles. Ansonsten live, so, vielleicht kann man da nochmal die Daten dann verlinken oder wie auch Ja, immer. das machen wir. Gucken. Schön, dass du da warst. Ja, vielen Dank. Euch wünsche ich noch einen schönen Tag. Dir auch. Ja, Alles vielen Dank. Gute. Jawohl. Bis zum nächsten Mal. Ciao.